Hallo, da sind wir wieder zurück bei Los Forestos, Popestos, Domestos und immer noch ein bisschen traurig, dass unser Crafting-Vorhaben hier so dermaßen, naja, schiefgegangen ist mit dem Haus da oben. Das ist natürlich doof. Hätte ich das gewusst, hätte ich dann nur eine Plattform hingebaut. Ich war sogar kurz davor zu überlegen, nochmal neu anzufangen, aber nur deswegen ja nie. Nee, das lohnt sich doch dann gar nicht. So, auf jeden Fall, wir müssen das doch irgendwie gewuppt kriegen. Also irgendwie, ich frage mich, wo die Kannibalen so plötzlich hin sind. Huch. Das weiß ich natürlich auch nicht. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn unser Loxlet? Habe ich in der letzten Folge, da ist er ja, habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass man den kaum sieht? Ich hoffe, wir finden ihn jetzt auch wieder. Da ist er. Und mit dem, da haben wir noch die zwei Baumstämme, die wir jetzt nicht wiederfinden werden, weil die nicht blinken. Können wir mit dem hier durch die komischen Mini-Bäume fahren? Das weiß ich gar nicht. So. Und dann hier. Die Kannibalen sind so schnell verschwunden, wie sie da waren. Wobei, wir haben jetzt zwischendurch geschlafen. Das stimmt natürlich. So. Und wir brauchen noch einen einzigen. Den Loxlet lasse ich mal stehen. So. Stickies brauchen wir offenbar nicht. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Wo haben wir denn die beiden hier? Finde ich die wieder? Da ist auf jeden Fall einer. Der blinkt sogar noch, aber ich hätte erstmal gern die, damit ich nicht vergesse, hier müssen noch die beiden, die nicht blinken. Wo sind die denn? Entschuldigung. Die müssen ja hier, die müssen doch da, die sind doch nicht weg. Das Problem ist, wenn man Baumstämme halt fallen lässt, dann hören die auf zu blinken und man findet die ungefähr fast gar nicht mehr wieder. Und, so. Nee, ernsthaft, wo? Mann, da steht so ein Busch, da denke ich immer, da steht gerade so ein Kannibale. Das ist ein Reh, ne, da hinten, genau. Weißt du, was sie mir jetzt im Blinken nennen? Scheiß auf die beiden anderen, den werden wir die Widder finden. Wenn wir die Widder finden, nehmen wir die eben mit. Jetzt reicht's erstmal. Mann, diese Rehe. Jetzt reicht's erstmal, wenn wir das Ding hier fertig machen. Und dann gucken. Hier ist das Schnürlein. Und jetzt können wir die. Ja, das können wir leider nicht verbinden. Das ist so ärgerlich. Alter, das Reh. Ich erschrecke immer die ganze Zeit, weil das einfach dieses Reh ist. So, hier ist jetzt leider der Abstand nicht allzu groß. Das wäre natürlich eindrucksvoller, wenn... So, hier hat man jetzt die Ankerpunkte. L, aha. Wieso? Bei L holt er das Feuerzeug raus. Achso, nee, L wie linke Maustaste. Ich drücke natürlich L, weil da steht jetzt nochmal der Buchstabe. So, links. Dann haben wir das schon mal konnektiert. Die Dinger. Und wie viel brauchen wir dafür? Das weiß ich gerade gar nicht. Deswegen die Musik. Kannibalen oder Eingeborene? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kannibalen oder Eingeborene? Man kann es ja so gar nicht sagen. Na, nicht friesen jetzt. So, super. Der ist weg. Und damit die hier nicht auf Ideen kommen, nehmen wir den noch auseinander. Und hier drin ist außen dann schön sauber. Blöde Kannibalen. Jetzt wissen wir, wo die waren. Kann ich... Ah, die Tür steht natürlich noch offen. Da sieht er uns natürlich auch. So, wir brauchen auf jeden Fall... Wir wurden getroffen. Wir brauchen noch ein bisschen Stealth-Rüstung. Verschwindet! Ihr Elenden! Ich hab nichts für euch! Wir brauchen wieder 14 Loks. Für die kleine Brücke brauchen wir wieder 14 Loks. Das heißt, das ist wirklich... viel zu viel Holz, was man da braucht. Das lohnt sich fast... Oh, Regenbogen. Regenbogen. Das lohnt sich fast gar nicht, tatsächlich. Also, ich weiß nicht genau, wozu man da jetzt diese riesigen... Also, wenn das jetzt irgendwie die Hälfte an Holz kosten würde, das würde sich dann wahrscheinlich eher lohnen, aber so weiß ich gar nicht. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt.
Ich müsste jetzt hier auch alles ringsrum. Jetzt müsste ich da hinten diesen komischen Wagen. Nee. Ich schnapp mir den mal gerade. Und düse damit mal. Wir haben jetzt übrigens 10, ne? Aber die will ich jetzt nicht für unsere jetzige Axt ausgeben, sondern die würde ich natürlich gerne für die gute Axt. Da müssen wir noch mal ein bisschen rumreisen, rumrutschen auf der Insel, um uns die gute Axt zu holen. So, hier kommen wir easy durch, das ist ganz gut. Der Baum sieht lecker aus. Hier. Ach, ich dachte gerade, die Musik fängt wieder an. So, dann wollen wir doch hier mal ein bisschen den Einkaufsbummel machen. Ich hoffe nur, die Bäume stürzen nicht wie immer über die Klippe. So, schauen wir mal. Das kriegen wir schon hin. Jetzt müssen wir irgendwie 14 für die Brücke und ich sage ja, es lohnt sich überhaupt nicht eigentlich. Also ich finde die Holzkosten für die Brücken momentan echt noch viel zu teuer. Da muss auf jeden Fall noch getweakt werden, nach unten getweakt. Die Hälfte fände ich annehmbar. Die Hälfte tatsächlich. Und wenn die Brücke dadurch dünner wird, bitteschön, man braucht... Nein, 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 nein! Natürlich mit Baumstämmen auf der Schulter einfach mal so die Schlucht hochspringen. Warum auch nicht? Man ist ja nicht aus Pappe. Toll, da haben wir jetzt 2 Baumstämme. Ich verstehe es aber nicht. So. Ist jetzt egal, wenn der Baumstamm da hinten hinfällt, ist mir auch egal. Wir sammeln hier eh erstmal ein bisschen durch die Gegend. Und dann machen wir die Brücke fertig, die sich aber überhaupt nicht lohnt. Und dann würde ich ehrlich gesagt aber gerne mal wieder ein bisschen die Insel erkunden. Das Reh, das einfach durch den Baum latscht. Ey, hör mal auf. Mann. Nee, ich würde dann echt gerne mal wieder ein bisschen... Jetzt du aber in diese Richtung. Jetzt in diese Richtung. Na, Gott sei Dank. So, ich würde dann echt gerne mal wieder ein bisschen die Insel erkunden, weil ich muss zugeben, seit dem neuen Forest haben wir relativ wenig Action gehabt, ne? Muss ich ja zugeben. Also ich hätte schon gern wieder so ein bisschen mehr Hau drauf. Da haben wir jetzt sehr wenig gehabt und ich möchte auf jeden Fall Muschiklaus mal wieder einen Besuch abstatten. Das wollte ich am letzten Spielstand eigentlich machen, aber da ging es ja dann nicht mehr, weil der nicht geladen hat. Deswegen müssen wir hier wieder alles neu machen, was doof ist. Und dann brauchst du wieder eine Unterkunft, dann brauchst du wieder dies, dann brauchst du wieder das und lalala. Dann die neuen Sachen zeigen, die Axt blau färben, wie man sieht. Ist ja gerade eh niemand in der Nähe, ne? Komm, wir probieren das einfach mal aus. Was soll der Geiz? 1, 2. Dann noch ein bisschen Zap. Wir haben Blue Paint. Jetzt noch die Axt in die Mitte. Jetzt haben wir... Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Wir haben eine blaue Axt. Hurra, welch imposantes Feature. Die scheint nicht mehr zuschlagen. Ah, toll. Die scheint auf jeden Fall viel stärker zu sein. Das Blaue gibt ihr Kraft. Das ist eine Schlumpfaxt. So. Und Schlümpfe können ja das 5000-fache ihres Gewichtes tragen. Zum Beispiel das Empire State Building. So toll, dass die ganzen Dinger da auch runtergefallen sind. Das ist natürlich... Das ist ein toter Baum, natürlich. Huch! Da habe ich jetzt 2 Dinge auf der Schulter. So, Ditte kommt auch wieder drauf. Ah ne, das sind ja erst 4, ne? Genau. Da passen ja noch welche. Hol ich erstmal die von da unten, bevor wir die vergessen. So, und wir müssen langsam mal wieder was essen, habe ich das Gefühl. Unser Bauch hängt in den Kniekehlen, unsere Ausdauer ist im Arsch. Was macht sie denn da? Ich habe keine Ahnung. Wir schnappen uns erstmal das Geraffel und düsen mal zurück da hinten zu unserer tollen Brücke, die wirklich wahnsinnig spannend ist. Und das Problem ist tatsächlich, wenn man größere Brücken baut, dass die dann auch schnell mal 100 Loks brauchen. Und das, wie gesagt, das meine ich damit, dass es in keinem Verhältnis steht. Selbst für die kurze da 14 Loks, das mag realistisch sein. Aber wie gesagt, dann lass uns doch lieber mit halben Loks bauen. Und dann ist das halt eher so ein Steg statt eine Superbrücke. Ich sehe gerade nichts, ich sehe nur, dass wir hier hin müssen. Was? Jetzt habe ich Pilze gegessen und weiß nicht mehr. Zum Glück waren die nicht giftig. So. Dann baller ich hier erstmal alles dran. So. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Huch. Weg mit dir, du Gemüse. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sicher man da oben ist. Ich habe fast das Gefühl, man ist da oben komplett verunsichert. Oh, lecker. So, dass man da oben quasi den Wilden auch sehr ausgeliefert ist. Und ich kann mir vorstellen, momentan vielleicht noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man später da gar nicht langlaufen kann. Oder dass die da selber landen. Die Eingeborenen, die Ureinwohner.
So, ich hau mir nochmal ganz kurz einen Karnickel auf den Grill. C. Und dann müssen wir die Mausefalle mal wieder neu aufstellen, die Karnickelfalle neu aufstellen. Und mich wundert, dass wir bis jetzt hier noch gar keinen Besuch gehabt haben. Und ich würde auch gerne noch mal ganz kurz in der Hauptstadt der Ureinwohner gucken, ob da nicht vielleicht auch irgendwas Interessantes liegt. Letztes Mal lag nichts Interessantes da. Ich habe aber gehört, man kann da eventuell eine musikalische Kassette erwerben. Das wäre natürlich ganz fantasterös. Da hätte ich ja Bock drauf. Am besten so geile 80er-Mucke, so The Forest. Ach ja, ich feiere das immer noch. So, wie viel brauchen wir denn da oben noch? Machen wir das noch schnell fertig oder? Achso, ich habe noch gar nicht, siehst du, ich habe ja noch gar nicht die Folgenlänge gestartet. Jetzt gucke ich mal, dass ich wirklich 20 Minuten ab jetzt aufnehme. Keine Ahnung, wie lange ich schon gemacht habe. 9 von 14, das heißt, wir brauchen nur noch 5. Da hinten wurden wir gerade beobachtet. 5. Nehmen wir mal das Ding hier. Wir wurden gerade beobachtet von einem Kannibalen. Ich fand es irgendwie auch cooler, als die Kannibalen sich mehr gebettelt haben mit den Ureinwohnern. Das war irgendwie cooler, auch wenn man... Ja, da war man selber nicht so oft dazwischen. Ich meine, dass man so Primäropfer ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil die haben ja offenbar Krieg untereinander auch. Nein, andere Richtung, dahin genau. Ja... Die haben ja offenbar auch untereinander Krieg und da finde ich das ein bisschen komisch, dass die einen dann primär angreifen. Ich weiß natürlich nicht, ob es so ist, aber oder ob es wirklich so ist, aber es war gefühlt war es auf jeden Fall so. Komm, das machen wir ganz kurz mit hin und her laufen. Ich halte auch mal ganz kurz die Fresse, weil ich das Pling-Ploing hören will. So, kein Pling-Ploing. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Baumstamm. Den wir natürlich nicht finden. Da latscht der Kannibale rum. Na, Rehkitz? On the block? Wo war denn... Wir haben doch hier... Da muss doch noch einer... Der Riesenbaum hatte doch nicht nur 3 Baumstämme. Da muss doch noch irgendwo einer rumliegen, verdammte Axt. Ich will jetzt nicht extra noch einen Baum fällen dafür. Da läuft der Kollege wieder da hinten als Schattenform. Da hinten? Wie rollt denn der da hinten hin? Was hat denn der für einen Auftrieb, bitte? So, egal. Wir brauchen auf jeden Fall übrigens noch ein paar Lizard-Skins. Wir müssen noch ein paar Lurche jagen gehen. Das machen wir auch demnächst. Und zwar... Ah! Verdammt. Und zwar relativ zeitnah. So, das Ding ist fertig. Bevor wir jetzt da aber irgendwas zurechtklamüsern, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz in den Busch und blaue Beeren sammeln für blaue Farbe. Hier ist ja eh gerade niemand. Dann nehmen wir mal die Tasche ganz kurz und dann können wir hier mal eben... So, ich weiß nicht, die anderen Beeren kann man bestimmt auch, diese giftigen Beeren kann man bestimmt auch sammeln. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wofür die gut sind. Man kann die sammeln, glaube ich, aber... nicht benutzen momentan. Die sind momentan nicht fürs Crafting geeignet, zumindest sobald ich das im Überblick habe, was nichts heißen will. Also da bin ich ja ganz leidenschaftslos, das zuzugeben. Wenn man übrigens über die blaue Axt geht mit der Maus, dann wird sie rot. Das ist gut, glaube ich. Ist bestimmt gewollt. So, kann ich denn jetzt hier... Flare collected, okay. Ah, jetzt bin ich im Boden drin und kann jetzt hier hochklettern. Das ist natürlich gut, das wurde noch nicht gefixt offenbar, wenn der Baum zu tief sitzt, aber immerhin kommen wir hier überhaupt hoch. Und jetzt willst du mich verarschen. Was war das denn gerade? Also nochmal, wir sind im Boden drin. Ich hoffe, das zieht uns keine Gesundheit ab, ich weiß es nicht. So, und jetzt können wir hier über die Brücke und können auf das andere Ding, nicht ohne Sprung, wie es aussieht, so. Und so kann man sich dann hier oben in den Bäumen zurecht navigieren. Jetzt können wir tatsächlich, wenn wir das wollten, hier können wir runter einerseits, wenn wir das wollten, können wir jetzt natürlich einen Baum da hinten wieder machen, aber nicht so ein Häuschen wie da, sondern das haben wir gelernt, nur eine Plattform und können dahin eine Brücke ziehen. Diese Brücke wird allerdings sehr, 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 sehr viel Lok kosten.
Ist quasi, na, Lockvogel, ich mach den Witz nicht mehr. Der war vorher schon scheiße, jetzt wird er auch nicht besser. Jedenfalls können wir dann tatsächlich da rüberbauen und hier ist niemand, ne? Und können dann da quasi erfolgreich ins eingeborene Dorf oder zumindest da alles überschauen und dann wieder zurück, sodass wir hier sozusagen so einen Außenposten haben. Vorher haben wir uns den Weg manuell gebaut, wer sich noch erinnert im Let's Play, ich weiß gar nicht, wann das war, Staffel 1 irgendwo und Staffel 2, ich weiß gar nicht, ja, irgendwo. Jedenfalls haben wir das manuell gemacht und haben manuell darüber gebaut, das war auch ganz famos, aber naja, jedenfalls, ich guck mal ganz kurz, Lurche, wir brauchen Lurche. Ich gehe auf Lurchjagd und wir gucken uns ein bisschen auf der Insel um. Wir lassen hier alles zurück, glaube ich. Wir müssen die Axt finden. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt am besten lang gehen, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht. Wir können jetzt abwechselnd auch mal in diese Richtung gehen. Oder wollen wir nächsten Tag abwarten? Ja, komm, wir brechen in der Früh auf. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt noch machen. Vielleicht, ach, hier haben wir auch noch einen Baumstamm. Vielleicht können wir uns ja theoretisch schon mal, hier sieht man die Anterpunkte, hier sieht man die Anterpunkte immer. Es wäre toll, wenn es eine Mod gäbe, mit der die Bäume wieder da sind. Dass man sagen kann, okay, dann können wir hier vielleicht noch so ein Ding hinmachen, dann haben wir da drei Plattformen zwar, das ist aber egal, ist zwar ein bisschen Lokverschwendung, aber egal. Aber dann kann man zumindest hier direkt hoch, das wäre schon mal ganz toll, wenn man dann hier irgendwie so einen Schutzwald drum macht und dann sind wir hier einigermaßen in Sicherheit. Das täte mir gefallen, ich weiß aber nicht, da muss ich mal gucken, ob das eine Mod inzwischen unterstützt, das kann ich gar nicht sagen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zum eingeborenen Dorf, weil wir es können. Mit der blauen Axt, die bestimmt Eindruck macht. Ja, hier gibt es noch Fische. Und Pilze. Keine Kannibalen. Fische gibt es hier, ich brauche noch einen Speer. Liegt da ein Speer? Ich guck mal ganz kurz, ist das der Speer? Mann, diese blöde Brille, die nervt mich echt. Brille. Das ist ein normaler Stick. Ich bräuchte auf jeden Fall einen richtigen Speer. Das sind alles nur normale Sticks. Da haben wir noch was zu essen. Oder eine Dose oder irgendwas, die hier kaltgestellt ist wahrscheinlich. Einen Speer sehe ich hier gerade nicht. Da liegt noch eine Platine rum. Da ist noch ein Döschen. Da ist noch ein Naschbär. Hier, Steine können wir gerade auch nicht mehr tragen. Fliegen die Tische gar nicht mehr rum? Das wäre ja enttäuschend. Es ist sehr still hier gerade. Wir klauen die Wäsche vom Balkon. Und die Musik spielt auch nicht mehr. So, wir können uns ja Clothes und sowas können wir hier sammeln, wie wir fröhlich sind. Ich dachte gerade, ich habe was gehört. Ein bisschen Geld, was ja jetzt auch in Koffern zu finden ist. Das haben wir ja schon erwähnt, vorletzte Folge. Das Ding hier mal ein bisschen, können wir das... So... Dann haben wir den Schädel, daraus können wir uns gleich eine neue Waffe craften, die vielleicht ein bisschen gruseliger ist als, hey, da ist das Flugzeug schon, siehst du mal, ist direkt in der Nachbarschaft und wir haben auch direkt in der Nachbarschaft gebaut, was eigentlich ganz gut ist. Theoretisch könnten wir jetzt hier alle Häuser zubauen, aber das bringt uns, glaube ich, einen Scheiß und für eine Hauptstadt ist das hier echt, yeah, die Tische fliegen wieder, juhu, oh, der ist offen, für eine Hauptstadt ist das hier echt lame. Das muss ich mal sagen. Also wir können hier ein bisschen Clothes sammeln. Am Anfang fand ich das so mega gruselig, als man hier reingegangen ist. Und da war die Musik so bedrohlich. Aber in Wahrheit ist das hier echt alles so ein Furzgebiet. Zumindest jetzt noch. Es kann sein, dass es später mit einem späteren Update wieder krasser wird. Ich weiß es nicht. Momentan ist es hier eher... Was? Hat da gerade jemand geschrien? Sehe ich nicht. Jedenfalls, momentan ist das hier eher so ein bisschen Urlaubsgebiet, habe ich das Gefühl. Ein paar Kannibalen laufen hier rum. Kann sein, dass später Patrouillen vorbeikommen oder dass es später noch irgendwie krasser wird. Das kann auch sein. Wir hatten ja dann irgendwann auch ganz viele Kannibalen bei uns, ganz viele Ureinwohner bei uns am Hüttchen. Aber jetzt momentan ist es hier eher so, ja, kommst du mal vorbei, gehst du mal zu Besuch. So ein bisschen Geld. Geld, Geld, Geld.
Oh, Werbepartnerauszahlung. So, ist schon wieder Monatsende. Hier nix, da auch nix. Ich hätte gerne noch ein paar Schnüre gesammelt, ein paar Dinger, aber offenbar gönnt man uns die nicht. So, es wird gleich Nacht, das heißt, wir verziehen uns gleich wieder, weil ich glaube, dann kommen die Kannibalen eher raus als tagsüber. Habe ich zumindest so im Feeling drinne. Ey, habe ich voll das Feeling, Alter. Voll das Gefühling. So, da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Hier so ein bisschen Gelumpe von der Wäscheleine. Zack, zack. Hier auch noch was aus den Koffern rausklauen. Was wir gerade so brauchen können. Medizin kann man immer brauchen. Upsa. Und Getränke eigentlich auch. Leider sind keine dabei. Aber ein bisschen Stöffsche. Stöffsche nehmen wir auch mit. Kann man auch brauchen. Eigentlich müsste man die Schnüre aus Stöffsche craften können. Oder aus zwei Stöffsche quasi zwei Schnüre craften. Irgendwie sowas. Ja, schade, dass ich hier kein Ding... Nee. Schade, dass ich keinen Speer gefunden habe. Hier ist aber auch keiner. Hätte gerne noch ein paar Fischis mitgenommen, aber naja, dann nicht. So, wir düsen mal nach Hause und am nächsten Morgen ziehen wir los und dann sammeln wir Lorche für unsere Stealth-Rüstung. So, was frühstücken können wir dann auch. Karnickel brauchen wir dann nicht mehr sammeln. Wir haben ja genug eigentlich momentan. Hier ist noch... Nee, Matschpfütze ist hier nicht. Die kommt nur, wenn es regnet, glaube ich. Aber was essen... Was ist denn das hier mit den blöden Steinen immer? So, bleibst du mal hier. Und hier, mal ein bisschen aufräumen hier, den ganzen Haushalt hier. Sobald wir das wegnehmen und dann spawnen die wieder, dann haben wir ja die ganze Hütte voll. Das ist ein bisschen doof, aber egal. So, wir gucken mal ganz kurz. Jetzt müssen wir eigentlich noch nichts. Sag mal. Hier, bleibt da mal da allesamt. Und ich würde sagen, wir schlafen erstmal bis zum Abend. Ich hoffe, das geht. Oh, wir schlafen immer bis zum Morgen. Das ist natürlich cool. Okay, dann müssen wir nicht bis zum Abend schlafen. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt mal eben. Und dann ziehen wir mal los. Jetzt haben wir ein paar Sachen da geholt. Bevor wir losziehen, ach naja, essen muss ich nicht unbedingt. Wir können es auch zwischendurch irgendwo ein kleines Lagerfeuerchen machen. Muss ja nicht immer ein fettes sein. Und jetzt ziehen wir mal in diese Richtung. Weil wir sonst immer in die andere Richtung gehen. Da, wo wir immer wieder am Strand rauskommen, wo wir sonst immer gebaut haben. Jetzt ziehen wir mal in die andere Richtung. Wir brauchen die bessere Axt. Wir brauchen ein paar Lurche und so weiter und so fort. Das heißt, wir können hier mal ganz getrost durch die Gegend laufen. Bevor wir angegriffen werden, will ich mal was probieren. Einen Stickity Stickmann und den Skull. So, kombinieren. Und wir haben den Crafted Club, can be used as a weapon, soll auf jeden Fall, Alter, soll auf jeden Fall besser sein als unsere andere Waffe. Damit können wir hier mal ein bisschen durch die Gegend. Was ist denn das für ein Geräusch? Hat sich gerade voll angehört wie ein Schwert. Kann man damit eigentlich Rio one-hitten? Girolimo Bambi! Köstliche Wurst auf Beinen! Ich habe das Gefühl, Bambi ist schneller als wir. Und lockt uns ins Verderben, wie es aussieht. Du kleines Miststück. Naja. Wir sollten... Und sich ablenken lassen. Dim 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 dim. Mist. Wenn man schräg läuft, dann ist man schneller. Mann, lauf doch nicht los. Ich weiß, wir können uns einen Bogen craften, macht doch nur halb so viel Spaß. Dim 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 dim. Das muss ich mal testen. Okay, das Ding scheint langsam zu sein oder wir haben einfach gerade keine Ausdauer mehr gehabt. Kann beides, ist beides absolut möglich. Hat Spaß gemacht, lasse ich jetzt aber mal bleiben. Dafür bauen wir uns echt lieber einen Bogen und das sollten wir eigentlich auch bald mal machen, ne? Vielleicht jetzt eben? Vielleicht hier, solange hier noch kein eine Bogener ist. So, wie war denn das nochmal mit dem Bogen? Das vergesse ich immer wieder. Schnur, wo haben wir die Kloß brauchen wir und wir brauchen... Was? Was können wir dann da jetzt kombinieren? Ach, eine Fackel. Ja, Fackel können wir auch mal machen. Remove. Da können wir sogar, theoretisch können wir sogar... Ach ja, einen Bogen.
Siehst du, jetzt weiß er, dass wir einen Bogen machen wollen. Jetzt finde ich die Schnur gerade nicht, weil es hier so dunkel ist, da oben. So, wir können offenbar nur eine Fackel haben, die sich wahrscheinlich aber nicht verbraucht dafür. Okay, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Tatsächlich wird immer jetzt angezeigt, was wir da machen können. So, zack. Nein, ich bin ja doof. Wo sind die Federn? Scheiße, wir haben nicht genug Federn. Wir brauchen unbedingt noch Federn. Den Bogen haben wir, das ist ja schon mal ganz viel wert. Da war gerade eine Feder. Eine einzige Feder. Oh, geil. Wir brauchen auf jeden Fall Giftpilze, immer gut. Wir brauchen auf jeden Fall ein Vogelreservat. Vogelpark Waldrute. Wo wir wieder amok laufen können, um die niedlichen kleinen Racker quasi an unsere Pfeile zu kleben. Wir müssen denen gar nicht die Federn ausreißen, wir kleben einfach die Vögel direkt an die Pfeile. Dann fliegen die auch so als Homing-Missile ins Ziel. Das wäre doch auch geil fürs Crafting, oder? Vögel direkt an den Pfeil kleben, sodass sie direkt ins Ziel fliegen. Schlau. Boah, ich bin mega schlau. Ich bin der Präsident der Schlauität. President of the United Schlauitäten. So, kann ich mit dem Ding hier eigentlich auch... Nein, das hätte mich auch gewundert, wenn es gehen würde. Hungry, find something to eat, yes, we will. But first, let me catch a lurch. Es ist hier immer sehr still, finde ich. Jetzt fehlt mir tatsächlich doch ein bisschen die Hintergrundmusik, aber nicht die übliche Minecraft-Playlist, sondern so ein bisschen... Ja, ein bisschen ruhiger, weißt du, was ich meine? So ein bisschen, dass es halt zu Forest auch passen würde. So ein bisschen wirklich bedächtige... hintergründige Klaviermusik und nicht irgendwie so. Ich meine, auf den Tapes ist natürlich Actionmusik drauf. Die passt dann vielleicht auch für den Moment und ist ganz lustig, aber dauerhaft ist das hier so ein bisschen zu overdriven, sozusagen. Zu übertrieben. So, wir sind hier an einem heiligen Baum. Ich sehe nicht, dass der momentan angebetet wird, aber vielleicht haben wir hier in der Nähe einen See. Wenn wir da einen See in der Nähe haben, können wir da wahrscheinlich einen Speer finden und uns noch ein paar Fische angeln. Das würde uns... Ah, guck mal hier. Ein paar Kräuterlies nehmen wir natürlich auch mit. Und, oh, Aloe Vera. So, das ist kein See, aber wir haben hier immer bei diesem Busch, denke ich mal, da steht einer. Dieser eine Busch ist so geformt, als würde da jemand stehen, sozusagen. So, kein Aloe Vera? Nee. Hier ist noch so ein Ding und... Halt! Raus aus dem Baum. Und hier nochmal das Ding mitnehmen und dann... weiterziehen. Da ist noch ein bisschen am Fuße des eiligen Baumes. Oh, le Baum du eilig. Und hier noch ein bisschen Aloe Vera. Und hier auch Aloe Vera, Aloe Vera. Oh, le Franzose kennt sich gut aus mit Kräutern der Provence. Mist. Ich habe das Gefühl, das Ding hier ist ein bisschen langsamer. Da müssen wir vielleicht, ich weiß nicht genau, ob man da Federn dran kleben kann. Das werden wir bald herausfinden. Auf jeden Fall können wir uns jetzt so ein bisschen, wie heißt es? Wir können uns so ein bisschen, naja, hier Stealth-Mode und Matsch auf die Arme und mit dem Dingens, wir werden quasi selber langsam zu Ureinwohnern, habe ich das Gefühl. Und es gibt keinen See in der Nähe. Das ist natürlich enttäuschend. Aber es gibt ein Blümchen hier noch. Das nehmen wir mit. Das können wir später anpflanzen, wenn wir da fröhlich sind. Und ich glaube, die Frölität, die strahlt mir momentan aus sämtlichen Körperöffnungen. Solange, bis wir gleich gekillt werden. Jetzt, hier ist noch eine. Sehr gut. Wenn eine in der Nähe ist, dann sind meistens auch andere in der Nähe. Deswegen latsche ich hier gerade bedächtig durch die Gegend und renne nicht amok durch den ganzen Kral hier. Die sind offenbar ein bisschen weiter verteilt. Wir müssen was essen. Wir müssen uns irgendwas auf den Grill hauen. Und ich glaube, das machen wir dann hier irgendwo... strandmäßig, guck mal hier. So, hier. Wir haben hier auch komischerweise noch nichts, noch gar kein Zeichen der Ureinwohner. So, das nehme ich nochmal mit. Einfach, weil es gerade da ist, weil damit können wir die Sachen ja orange färben, was bestimmt total gut unauffällig ist. Wenn man mit Orange durch einen... Das ist so, als würde ein Müllmann durch den Dschungel laufen. Wenn du gegen Predator kämpfst, am besten orange tragen. Obwohl, da ist es eh egal. Der macht einmal Wärmesicht und dann hat er dich. So, ich nehme mal das Basic Fire. Das sollte eigentlich reichen, ne? Das mache ich hier mal an den Strand. 7 Blätter rein. Gucken, dass der Arm nicht brennt. Und dann haue ich mir mal hier ganz kurz eben
Ja, ein Lurch. Wir hätten vielleicht noch ein paar Rabbits mitnehmen sollen, aber egal. Müssen wir halt sehen, dass wir uns unterwegs verpflegen. Das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie hin. Nur Fische können wir nicht angeln. Scheiße, wir brauchen einen Speer. Wir brauchen noch ein bisschen Grundausrüstung. Wir haben direkt angefangen zu bauen in der ersten Folge. Also in der ersten Folge nach dem neuen Safe-Game. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Grundausrüstung. Wie zum Beispiel die fette Axt und so weiter und so fort. Ich frage mich übrigens, wenn man Multiplayer spielt, wie ist denn das dann? Kriegen dann alle eine fette Axt an derselben Stelle oder wie? Weil im Grunde genommen, da liegt doch nur eine Axt. Und wenn es nur eine Axt gibt, dann wollen die doch bestimmt alle haben. Früher war das kein Problem. Da hast du sie gedroppt und trotzdem noch in der Hand gehabt. Das war super. Das war ein Spitzenbug, aber da gab es keinen Multiplayer, also hat der Spitzenbug niemandem was genützt. So, es ist noch sehr ruhig hier. Wir kommen jetzt von der anderen Seite zu der heiligen Stätte, zu dem anderen heiligen Baum. Da müssen wir gleich an der Höhle vorbeikommen und hier müssen wir dann aufpassen. Weil hier gerne mal, das wissen wir ja eh alles, das haben wir ja schon tausendmal gesehen. Ich erkläre das gerade für Leute, die neu zugeschaltet haben, alle null. Hey, Federn her. Huch, jetzt schwimmen die aber davon. Siehste, wenn man die motiviert? Ich brauche hier nur mit der Keule stehen, dann sind die schon motiviert. Los, verschwinde endlich! Deine Mutter hat einen alten Huppabubber zwischen den Schenkeln, da hat die da schon mal drauf rumgekaut! Und schon schwimmt die los. Was liegt denn da? Das war gerade auch so eine Krabbe. Ja, Federn. Na los! Ja, Federn! Vogelpark Walsrode! Federn! Ich habe das Gefühl, ich krieg die ganzen Federn gar nicht, weil die hier hinten irgendwo rumfliegen. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Okay, ich warte, bis hier wieder eine landet. Das müsste ja eigentlich noch, ne, der Hotspot sein. Verdammt! Ciao, kleiner Vogel, mach es bitte gut. Ciao, kleiner Vogel, du bist ja voller Blut. Ciao, kleiner Vogel, eben warst du weiß. Ciao, kleiner Vogel, interessiert mich ein Scheiß. So, das ist... Oh, den haben wir gerade aus der Luft geschmackt. Ist ein bisschen wie Hähnchenpfanne, nur ohne Hähnchen. Dafür mehr Möwen und Sperlinge und was nicht alles. Ach, und die Federn bleiben jetzt wirklich liegen. Das finde ich ja ganz hervorragend. So, das heißt... So, das heißt, wir können die hier teilweise immer aufnehmen. Die fliegen jetzt natürlich auch ganz weit hinfort. Na, jetzt. Gebein. So, müssen trotzdem noch gucken, dass hier keine Ureinwohner rumfliegen. Na, jetzt schlag doch mal nach unten. Guck mal hier, auf den Kopf. Die haben die Federn jetzt viel zu realistisch gemacht. Früher konnte man die einfach alle so einsammeln. Dann sind jetzt stoben die ja quasi in alle Richtungen und wir kriegen die alle gar nicht. Und früher konnte man die einfach alle direkt einsammeln, wenn man den Vogel geklatscht hat. So ungefähr. Dann konnte man die Federn quasi direkt einsammeln. Alter, was ist denn das für ein Vogelfriedhof hier? Mama, warum werden wir aus dem Streichelzoo geschmissen? Ich glaube, aus den Schildkrötenpanzern kann man sich bestimmt später auch noch was ganz Tolles craften. Da liegt noch eine Flasche, eine Buddel voll rum. Hallo, mein Kleiner! Bleib doch mal stehen, mein kleiner Freund. Ich hab heute Nacht von dir geträumt. Dein Federkleid, es war ganz rot von deinem Blute. Bleib doch mal stehen, mein kleiner Freund. Die Federn, habe ich dir enträumt? Die kamen mir zugute. Okay, ich höre immer noch Möwen, aber die sind alle weg offenbar. Ich habe das Gefühl, ist ein trauriger Ort, ein Totentanz, der hier stattfindet. Bringen die Schildkröten denn inzwischen irgendwas? Ich glaube, die Antwort ist nein. Er schüttelt mit dem Kopf ganz energisch. Ich glaube, die Antwort ist nein. Hm? Du kleiner Mops. Haben wir wirklich an der Jeans auch Farben? Tatsache, cool. Wenn ich jetzt zurückgehe, kommen da eventuell neue Möwen? Möw? Möw? Nein, da hinten.
okay, da gehe ich jetzt mal nicht hin, sondern wir brauchen immer noch, ich habe jetzt nicht geguckt, die Yacht ist natürlich nicht hier vor Ort, ne, die ist woanders. Ich kenne ja unser Glück, es wäre zu schön, wenn sie einfach mal hier wäre, direkt. Du geile tote Robbe. Die geile tote Robbe, die lag ganz nass am Strand. Die geile tote Robbe, ich nahm sie zärtlich bei der Hand. So. Du geile tote Robbe, ich bin in dich verliebt. Geile tote Robbe, wie schön, dass es dich gibt. Komm, ich schleif dich in den Wald und zeig dir all die schönen Sachen, die wir Menschen mit toten Robben, wenn wir einsam sind, so machen. So. Stein. Geld. Oh. Fiu, fiu, fiu. Mist. Gut, hier scheint es momentan auch noch ein bisschen ruhiger zu sein. Ich bin da gar nicht so unhappy drüber. Wir müssen nur gucken, wenn wir zu lange hier rumeideln, dass es natürlich auch Nacht wird und wir brauchen auf jeden Fall ein Lager. Und das würde ich ungern hier am Strand aufschlagen, denn wenn nochmal eine Nacht vergeht oder wenn ein bisschen mehr Zeit vergeht, ich kann mir vorstellen, dass wir hier sehr schnell sehr viele Freunde finden an diesem Strand. Wir haben das ja schon alles mal festgestellt. Da hinten können wir theoretisch nochmal, das wollen wir auch mal ganz kurz sehen, nochmal gucken. Hier ist soweit nichts. Ich dachte mal, ich gucke mal bei den Zelten, aber offenbar, so wie die zugewuchert sind, stehen die ja schon eine Weile. Da hinten haben wir einen Kannibalenfreund, der interessiert uns jetzt mal einen Scheiß. Da haben wir noch einen Kannibalenfreund, der interessiert uns auch gerade einen Scheiß. Der macht gleich Pling-Ploing. Ist, glaube ich, sogar eine Frau. Toll, da brauche ich die Robbe ja nicht mehr. So. Hier. Schaut mal, mit denen ich traden kann, dass die irgendwie total auf Schokoriegel abfahren oder irgendwie sowas. Aber man findet ja nur Müsli-Riegel hier am Strand, weil das ja so ein furchtbar gesundes Spiel ist. Da ist die Axt sehr gut. So, die haben wir. Die kann man theoretisch... Ich weiß aber nicht, was besser ist. Die Schädelaxt oder diese hier? Da bin ich jetzt ein bisschen außen vor. Vielleicht weiß da jemand mehr. Gerne Bescheid sagen. Weil ich finde diese hier eigentlich stylischer, die passt irgendwie... Die ist mehr so immersive, weißt du? Die ist mehr so immersive bei dem Game. So, können wir hier noch irgendwas... Wir können ja theoretisch noch einen Schädel mitnehmen. So, ich weiß nicht genau, wozu wir den brauchen, falls das Ding hier kaputt geht. Falls das denn kaputt gehen kann, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dabei. So. Weitere Federn. Ah, guck mal, was da hinten ist. Weitere Federn wären schön. Momentan wahrscheinlich nicht realistisch. Ich frage mich, ob die Ureinwohner jetzt irgendwie an den Start kommen, sobald man die gute Axt findet. So als Kennzeichnung sozusagen. Was ist das denn? Ach, einfach nur so ein Ding. So ein Böppel. Ich dachte gerade, das wäre ein Klumpen Fleisch irgendwie. So. Frage mich, ob die vielleicht am Anfang so ein bisschen zurückgehalten werden, dann aber dafür, wenn man die Axt findet, dann geht's richtig los. Und sogar hier haben wir so ein Ding. Wie kommen die Ureinwohner denn hier hinten hin? So, ich hoffe, da sind jetzt keine Haie. Ich sehe zumindest nichts. Ich versuche, hier auf das Ding hier zu kommen. So, hier wäre es theoretisch auch sicher. Ich glaube, hier kommen auch keine Ureinwohner hin. Und die sehen einen hier bestimmt auch nicht. Und man hat das Boot in der Nähe. Also theoretisch. Aber ich glaube, wir können hier kein Feuer auf dem Felsen bauen, weil das wieder so ein Pseudo-Felsen ist, auf dem man nichts bauen kann. Man kann jetzt übrigens in Höhlen was bauen, habe ich gelesen. So, da haben wir den alten Kudder. Sehr gut. Die Runde lohnt sich. Hui! Voller Energie. So, das Tape-Deck haben wir, Schädel brauchen wir nicht, die Axt haben wir eh schon, jetzt weiß ich auch, ich glaube, da erklärt sich auch schon die Frage nach, die ich wissen wollte, die Frage, die ich wissen wollte, die Antwort wollte ich wissen, nicht die Frage, ob denn im Multiplayer-Game auch alle eine Axt kriegen können, aber wie ist denn das, wenn man zu viert spielt zum Beispiel, dann wird es schon schwieriger, Oderski? So, wir müssen, glaube ich, auch bald mal gucken, wo wir bleiben, wie viele Federn haben wir denn jetzt? Sag mal, wir haben 48. Okay, super. Huch. Ja, ich bin so schlau.
Es wäre schön, wenn man da sehen könnte, wie viel Treffer die macht. Wie viele Hitpoints die so hat. Also auch wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie Stickies oder sonst irgendwas da dran ballert. So. 5, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Huch. 5. 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 6 waren das jetzt aus Versehen. Und mein schneller Finger wieder, der ist wieder schneller als die Polizei erlaubt. So, siehst du schon wieder? Was mache ich denn? Siehst du schon wieder? So. Also auf jeden Fall ist der Finger schneller als das Gehirn. Das hat manchmal Vorteile. So. So, hier nochmal. Jetzt habe ich aber nicht mitgezählt. Das lag daran. So. Und den letzten Stick hauen wir uns dann auch nochmal mit. 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir jetzt auch genug Bögen gemacht. Ich aktiviere das Ding hier wieder. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo. Letztes Mal, als wir auf dem Schiff waren, kamen die Haie ja plötzlich nachträglich. Dieses Mal ist es zum Glück nicht so. Vielleicht sind die ja da, aber wir schwimmen ja eh hier rüber. Wo uns hoffentlich niemand findet. Und dann gucken wir mal, ein bisschen Ausdauer haben wir noch. Wir müssen aber gleich irgendwie gucken, dass wir hier schnell mal irgendwo unser Lager aufschlagen für die Nacht. Irgendein billiges Lager, aber dafür ein bisschen weiter weg vom Schuss, wo die uns hoffentlich nicht finden. Zum Beispiel in einem dieser Wohncontainer. Ich weiß aber nicht, ob die da Patrouille laufen, ehrlich gesagt. Ich muss zugeben, seitdem die Wohncontainer da sind, habe ich mit denen nicht so besonders viel gemacht. Diese komischen Container da, die da hinten, da weißt du schon, da hinten am Strand. Ich habe da nicht so viel gemacht. So, wir sind momentan auch ein bisschen erschöpft. Das heißt, kämpfen könnten wir jetzt nicht. Ich lege es einfach mal drauf an, dass wir gerade nicht erwischt werden. Auch wenn wir mal kurz zum Zelt gehen und da den Speer holen zum Fischen. Der war doch immer hier, ne? Der ist jetzt natürlich nicht mehr hier. Jetzt ist hier nur noch Blut und ein Tennisball. Das ist ja... Und da haben wir noch eine Dose, die nehme ich natürlich gerne. Und Federn. Liegen hier auch ganz viele rum. Weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich warte noch mal kurz, ob hier noch eine Möwe landet. Manchmal hat man so einen Hotspot, wo die halt wie vorhin, wo die dann quasi endlos landen. Hier könnte sowas sein. Sail away, dream your dream. Noch sehe ich hier nichts. Okay, wir müssen langsam echt mal... Wir müssen uns leider ein bisschen sputen. Blöd, dass der Speer da nicht mehr liegt. Jetzt dachte ich, jetzt können wir den Speer gleich in einem Abwasch mitnehmen. Aber leider geht das nicht. War hier nicht noch eine Höhle? Wo ist denn... Die Höhle, ist die weg? Ich glaube, die Höhle ist weg. Zumindest der Eingang hier in die Höhle ist weg. Es gibt es wohl einen neuen irgendwo beim See, bei einem großen See. Ist es bei unserem Schwansee? Ich weiß es gar nicht. Beim unterirdischen See gibt es jetzt einen neuen Höhleneingang, aber an der Decke, damit man mehr Lichter hat. Habe ich gelesen. Heißt nicht, dass ich es schon gesehen habe. Oder erforscht. Was? Wieso? Das sind doch die Schwäne. Fliegt, ihr Kleinen, fliegt! Nicht. Hä? Das sind wieder diese Schwimmenden, das sind wieder die Schwänengänse. Du weißt Bescheid. Weißt du schon. Boah, das mit dem Boot da hinten sieht natürlich auch geil aus. Ich würde die GUI gerne mal, wie bei Minecraft, auf F1 ausblenden können. Ich glaube, das hätte schon viel Schönes. So, jetzt müssen wir nur gucken. Ich laufe jetzt hier mal außen rum. Ich weiß nicht genau. Nee, wir verfolgen die Schwäne jetzt mal nicht. Ist jetzt auch mal egal. Die können da jetzt gerne in der Luft rumschwimmen, wie sie fröhlich sind. Ich suche mir jetzt nur mal ganz kurz einen Ort, wo wir ein Lager aufschlagen können. Und vielleicht so, dass es auch realistisch ist, dass wir es fertig kriegen, weil... Ich glaube nicht, dass wir genug Steine und sowas dabei haben. Zumal wir noch ein kleines Lagerfeuer bräuchten. Das konnten wir vorher gut in den Steinen machen, aber da war die Küste ja auch anders geschnitten. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Also es geht schon, aber ich weiß nicht, ob wir da sicher sind auf Dauer. Deswegen versuche ich es mal hier ganz außen. Notfalls können wir noch ins Wasser rein. Ich hoffe... Oder da? Ich hoffe, hier sind wir sicher. Warum sollten die hier Patrouille? Da ist ein Hai. Da ist ein Hai, der hier auf dem Sand
Da sind wir sicher. Toll. Toll, Forrest, toll. Uah, Alter. Da zieht der Hai seine Runden durch den Sand. Willst du mich verarschen? Ich weiß halt nicht, ich habe das Gefühl, wenn man da jetzt... Okay, ich trinke mir mal gerade eine Pepsi. Oder ich esse mir hier gerade mal ein paar Müsli-Riegel. So, dann sind wir voll. Wir haben noch ein bisschen Ausdauer. Das ist natürlich super, dass die Haie da durch den Sand ziehen. Wenn die da einen erwischen, ist natürlich richtig scheiße. Und guck mal, wie wir hier haben. Spannung steigt. So, ins Unermessliche. So, eigentlich wollte ich ja... Wir haben die gute Axt, haben wir. Das Einzige, was uns wirklich noch fehlt, ist ein Speer. Hier haben wir eine ganze Menge Alkohol. Ich weiß gar nicht... Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen mehr Items, die man findet am Strand. Weil immer nur überall Alkoholflaschen finde ich so ein bisschen... Ja... Die meisten Flaschen würden ja eh zerbrechen und... Ja, so viel Alkohol braucht man auch wirklich nicht. Ich glaube, da haben sie jetzt einfach das ganze Spiel ein bisschen mitgespammt. So, die Ente müssen wir uns ja nicht angucken. Das haben wir schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn die an einem vorbeischwimmt. Wenn die in den Berg reinschwimmt, das haben wir alle schon mal gesehen. Deswegen, ich mache mir hier mal gerade eben eine Butze rein. Ich weiß nicht, wie sicher das hier ist, ehrlich gesagt. Temporary wird reichen. Hunting brauchen wir ja nicht unbedingt. 14 Zweige. 14 Zweige. Großartig. Okay, das ist das Schiff. Ich dachte gerade, da hinten wäre wieder eine Eingeborene. Wo kriegen wir denn von hier aus noch 14 Zweige her? Hier vielleicht noch da? Und wir brauchen... Ach komm, ich hau mir jetzt hier eben nochmal eine Cola rein. Ja, ja, ist ja großartig. Wir sind hier leider ein bisschen, also wenn man am Strand baut, das ist leider der Nachteil, man ist immer so ein bisschen weit ab vom Schuss. Und wenn ich sage vom Schuss, dann meine ich natürlich von den Bäumen und von Zweigen und von Steinen, die man zum Bauen benötigt. Die sind dann leider immer so ein bisschen landeinwärts. Und so schön es ist, sich da im Container was zu bauen, aber so scheiße ist es auch mit dem Hin- und Herlaufen. Und 14 Zweige und dann nochmal fürs Feuer, das ist so ein bisschen, nee. Naja, aber das ist egal, wir kriegen das hin. Bis jetzt lief die Runde ja eigentlich ganz gut. Bis jetzt können wir uns nicht beschweren. Ich hätte nur gleich das Feuer schon mal mit anfangen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Was war das? Verdammt, so ein Gekröse. Lurch! Oh, ein Lurch. Ein Lurch. Lurch! Wart auf mich. Da ist er einfach durch die Dingen gelaufen. Hm. Okay, wir wissen aber, dass wir hier Lurche kriegen. Wir brauchen Lurche. Ich sehe nur leider gar nichts mehr gerade. So, da ist unsere Baumstelle. Unsere Baustelle, der gelbe Hammer, das wissen wir ja inzwischen. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Ich habe ganz leise ein Plingploing gehört. Ganz, ganz leise. Ich laufe wieder zurück, dann baue ich da mal was dran. Das Problem immer noch, ich habe hier immer noch sehr leise Kopfhörer. Weil, wie gesagt, Hardware, Pipapo und lalala, und das ist echt doof. Das ist echt mega doof. Ich hoffe, ich überlebe den Stream morgen. Heute ist, ich nehme gerade am Donnerstag auf. Survival! Nein, 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 nicht weglaufen! Survival! Jetzt laufen beide weg. Survival! Ja, sehr gut, okay. Das heißt, wir können uns nämlich wieder ein bisschen mehr Stealth-Rüstung machen. Ja. Hervorragend. Und wir kriegen Fleisch. Beides ist super. Sehr gut. Und da schwimmt gerade die Ente vorbei. Die Schwanente. Huch. Die Schwente. Und die nehme ich mal weg. 10 Hammer, 4 brauchen wir noch. Das heißt, wir sind immer noch nicht fertig. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich hier drinnen gleich nochmal... Ich kann hier drin kein Feuerchen machen, weil wir dann da durchgehen müssten. Das ist ja blöd. Ich kann hier ein Feuerchen machen. Oder vielleicht davor. Da mache ich aber einen Fire Pit, weil wenn wir hier nochmal wieder vorbeikommen,
Oder wenn zufällig Eingeborene unseren Weg kreuzen. So. Jetzt brauchen wir Steine und Dingens. Wieso habe ich jetzt nicht so einen scheiß Stein dabei? Gibt es denn hier noch Lurche? Lurche, 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 Lurche. Lurch. Lurchi. Nee, gibt's hier offenbar nicht. Okay, dann sammle ich mal ein paar Steine ein. Wir brauchen auch... Oh, ich muss mal... I. So, ich guck mal ganz kurz. Steine brauchen wir jetzt. Lurche kriegen wir jetzt nicht. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen langsamer, damit wir die Energie sparen. Sollten doch wirklich Eingeborene in der Nähe sein, dass wir die Beine in die Hand nehmen können und dementsprechend flüchten. Flüchten ist eine Kriegskunst aus China, die ich mir angewöhnt habe. Vor allem bei Survival Games ist Flüchten das ist, wie angreifen, nur umgekehrt. Ist also sehr mutig. So. Wobei angreifen nicht immer mutig ist, ne? Angreifen kann auch dementsprechend einfach mal dumm sein. So, je nachdem wie die Sachlage ist. Man darf diese beiden Zustände, Mut und Dummheit, halt nur nicht verwechseln. So, huch. Das ist ein Stein, glaube ich, aber da haben wir genug. Na jetzt, Alter. So, hier, da haben wir wieder ein paar Bäumchen. Hier noch ein Sticky Stickmann. Warum kommt da manchmal dieses komische Schwertgeräusch? Ich verstehe das gar nicht. Sching. Boah, der Wind hier ist ziemlich cool. Feiere ich gerade ein bisschen. Der hört sich wirklich sehr gut an. Okay, jetzt haben wir hoffentlich alles beisammen. Ich will ja nur die Nacht verbringen und dann haben wir da auf jeden Fall so ein bisschen auch wieder so ein Temporär-Shelter, wo wir zwischendurch, wenn wir auf Reisen sind, einfach mal kurz abknipsen können. Das wäre ganz super. Das ist kein Lurch, verdammt. Jetzt hoffe ich natürlich darauf, dass wir noch einen Lurch finden. Eigentlich müsste ich schlafen. Vielleicht hätte man die beiden nicht umbringen dürfen, hätten die sich vermehrt, aber egal. Ich glaube, auf der Insel wird es noch zwei, drei Lurche geben. Hallo, Karnickel! Ach, ist auch egal, komm. Lass uns mal leben. Wir haben unsere Karnickel-Zuchtstation. Die Ente krust derweil da hinten schon über den Container. Da hinten ist die gerade. Diese gruseligen, gruseligen Cruising-Enten. Tom Cruise-Enten. Und dann mal hier mal eben so einmal fertig machen. Dann haben wir hier ein gemütliches Feuerchen. Ich gehe mal eben schlafen. Das sollte ja hoffentlich möglich sein. Und wenn es Tag ist, speichern... Ja, es ist Tag. Sehr gut. Dann esse ich gerade mal was. Es ist doch Tag, ne? Ja doch, es müsste Tag sein. Die Ente ist immer noch am gleichen Platz. Und in der Zwischenzeit, wir gönnen uns mal einen Lurch. Weil wir davon ja eh noch ein paar sammeln müssen. Und dann haben wir die Nacht rumgebracht und die Folge auch dementsprechend. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber na egal. Dafür haben wir jetzt die neue Axt, wir haben den Walkman, wir haben einen schönen neuen Schädelschläger, Schädelspalter und auch noch ein bisschen Lurch. Jetzt wird er fertig. So. Sehr gut. Da hinten sind schon wieder, das sind schon wieder Schwäne und da fliegt gerade die eine noch weg. Da kommen schon die nächsten nach. Was ist denn das hier mit diesem komischen, ich habe keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal den Endscreen an. In der nächsten Folge sammeln wir noch ein paar Lurche. Dann möchte ich gerne die... Oh, so viele Federn, verdammt. So viele Federn auf einem Haufen. So, dann würde ich gerne die Rüstung fertigstellen irgendwie. Und dann können wir mal gucken, ob wir nicht... Oh, wie süß. Dann können wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht... Oh, wie süß. Ob wir nicht vielleicht mal in eine Höhle gehen oder so. Ich hoffe nur... Taschenlampe und so haben wir noch gar nicht, ne? Oh, wie süß. So, ich sammle wieder Federn. Ich weiß nicht wozu, aber also brauchen wir die momentan nicht. Aber wenn wir schon mal da sind, kann es ja nicht schaden. So, ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder jetzt erstmal in Screen. Ja, haben wir, jetzt sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben wir ein bisschen was erlebt, aber wir haben immer noch keine Ureinwohner gehört, gesehen. Gehört weiß ich nicht. Ich glaube aber, das waren Kannibalen, bestenfalls. Ureinwohner so gesehen noch gar nicht.
Und ich hoffe mal, in der nächsten Folge, ich weiß gar nicht, es müsste ja langsam wieder abgehen, aber immer wenn wir neu anfangen, und wir wurden ja gezwungen durch den neuen Patch von Forest, immer wenn wir neu anfangen, habe ich das Gefühl, es dauert immer so ein paar Tage, bis die Ureinwohner aufmerksam werden. Ich weiß noch, beim ersten Mal, wo ich gespielt habe, da war das Flugzeug nach 2-3 Minuten sofort umringt, umstellt von den Viechern. Und da war ich echt so, und die haben einen quasi direkt zusammengeschlagen, wenn man keine Ahnung hatte. Da ist man direkt in der Höhle aufgewacht. Jetzt ist das alles mehr so auf Langlebigkeit ausgelegt, aber dafür dauert es jetzt auch immer länger, bis was passiert. Ist natürlich nur blöd, wenn man dann wieder neu anfangen muss und dann passiert wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts. Aber vielleicht schon in der nächsten Folge, lassen wir uns überraschen. Wir spielen ja jetzt leicht offensiver, auch wenn wir vielleicht bald wieder zu unserer Hütte mal zurückkehren. Aber vorher will ich noch ein bisschen Action haben. So, hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.